It's not just about stopping him. I want revenge. He took Emily from me, remember? Rick, I know. But we can't let anger cloud our judgment. That will only lead to us making mistakes. And... Rick! You need to level it out! I can't! Damn thing stuck! Und mit diesem spannenden Anfang heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin Chris und das hier ist Enigmatis Teil 3, die Schatten von Karkala. Jo, fängt schon mal ziemlich furios an. Wir können Dinge machen. Okay, oh. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dieses Flugzeug ist nicht sehr sicher gebaut. Das wird nicht passieren. Ja, ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Ja, lass uns mal hier zurechtfinden. Hier ist ein Dings. Aha. Okay, das können wir nehmen. Und das... Nee, hat gerade nicht aufgelegt. Kann ich damit hier vor? Yep. Jetzt kann ich immerhin ein bisschen besser festhalten. Aha. Okay. Oh nein! Can you do something? Ah ja, okay, das Problem. Warum dieser Flieger? Warum ist dem so in dieser misslichen Lage ist? Schauen wir es uns mal an. Können wir vielleicht mit diesem Nordic Walking Stick hier? Skistock. Wahrscheinlich ein Skistock, wenn hier überall Schnee und Berge sind. Und hier unten eine Spitze dran ist. Nein. Hätte schlimmer kommen können. Hey, are you okay? I'm all right. Nur arschkalt ist es hier. What's going on? Damn it! Come on! What's that smell? Wait, Rick, don't! Don't start the engine until I tell you. There's a fuel leak somewhere. Hurry up! We're flying straight towards a mountain. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Super. Ja, vom Regen in die Traufe. Zum Glück ist hier ein Leuerfischer. Den benutzen wir mal hier. Ja. Wobei, wenn es eigentlich... Achso, den kann ich benutzen. So. Wenn es ein elektrischer Brand ist, dann ist es eigentlich relativ blöd, weil der wahrscheinlich irgendwie auf Schaumbasis ist und dann ist das doof. Zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Ja, zünd dir eine Kerze an. Fuel pumps are dead. We won't make it without both engines. Ja, ja, zum Glück haben wir Gaffer Tape. Okay, das ist kaputt. Es gibt aber Batterien darin. Und mein Taschenmesser. Keine Ahnung. Ach so, eine Dings, eine Taschenlampe. Okay. Ach, da können wir jetzt Sachen kombinieren, oder? Ne? Ach, erstmal aufmachen. Weil die ist natürlich hier irgendwie eingeschweißt. Das sieht doch eher aus wie ein Foto. Okay. So. Ding geht zu. Und wir haben Licht. Wundervoll. Jetzt können wir etwas sehen. Hoffe ich. Yep. Aha. Ja. The fuel pipes are damaged. I need to fix them. Natürlich musst du das. Hier. Kann ich hier von den Schlauch nehmen? Na, das gefällt mir. Das hatten wir bei den anderen Enigmatis-Teilen noch nicht so, dass wir so viele Sachen miteinander kombinieren durften. Ich hoffe, das hält auch an und ist jetzt nicht nur hier jetzt im Einstiegskapitel. Try it now! Rick, tell me we're not going to crash! Blasted stupid thing! Remember Maple Creek? We are this close to finding him! Das ist mega Motivation für den Motor. Hold on!
Der Motor so, och nö, aber ach, Maple Creek, oh. I'm a private investigator. For the past few years, I've been hunting a serial murderer named the Preacher. Now I'm searching for any clue as to where he might have disappeared to. I came back to where it all began. The only problem is... Rick, I already checked the place top to bottom. 3 times. Darn. There has to be a clue about where he's headed. What the? Call you later. Might have a lead. Natürlich. Yeah. Finde alle Flecken des Bösen, die schattigen Echos der korrupten Seelen und ihrer faulen Taten. Okay. In Ordnung. Wer sich übrigens interessiert für die ersten 2 Teile, die sind auch auf meinem Channel, ne? Soundfall. Okay, da. Ach so, das ist jetzt, das sind jetzt die, was war es vorher? Waren es Chamäleon-Objekte? Okay. Die Maple Creek Church, wie auch genannt, die Höhle des Löwen. Ich habe schon drin nachgeschaut, aber nichts gefunden. Wir haben einen kleinen Artifacts-Mundi-Schlüsselanhänger. Schlüssel nehmen wir mit. Können hier was aufmachen. Bekommen eine Karte Maple Creek in Vermont. Oh, ich würde jetzt gern, weil den Ort, ich glaube, den müsste ich schon mal auf einer Karte gesehen haben. Meine ich mich erinnern zu können. Ich fände es interessant, ob es da wirklich ein Maple Creek gibt. Müsste ja einfach zu finden sein. Die Nummer 89. Okay, ja. Kirche. Okay, Hiking Trails. You are here. Hier. Ach so, das ist tatsächlich meine Karte hier. Ich dachte gerade so, you are here. Okay, dann ist da ein kleines Schild von, ein kleines Symbol von einem Auto. Lenkrad. Okay. Gut zu wissen. Hatte noch nie Schlafprobleme, bevor ich diesen Fall aufgenommen habe. Okay. Pistole und brauche nichts anderes. Ich darf nochmal. Ist halt irgendwie niedlich. Irgendwie niedlich. Okay, was ist das hier? The Preacher Case File. Suspect Status at large. Er ist also ziemlich groß. Nein, das bedeutet natürlich, dass er auf der Flucht ist. Dann die Mordwaffe. All diese Leute tot, weil er. Der Kult von Asmodai. So, wir haben hier Patronen. Die legen wir schon mal direkt ein. Nüpp. Praktisch. So, das Auto ist ausgeschaltet. Mhm. Also ich wäre mal ganz, ganz, ganz stark für diese Musik. Okay, dann gehen wir mal outside. Och, die Musik bleibt nicht. Schade, okay. Hier haben wir Sachen noch. Und zwar, People Abandon Maple Creek after brutal tragedy. Doesn't that demonic cult? Ist auch ein normales Zeitungsdesign hier. Einfach mal irgendwie so ein Gesicht hier reingefügt. Ja. Good old reinforced steel. Ja, da werde ich wahrscheinlich irgendwas brauchen, um das noch wegzumachen. Oder was dran festzumachen. Okay. Ich habe keinen Schlüssel gefunden. Ach, Blumen müssen wir auch finden. Okay, schön. Hier ist eine Figur. Burn in Hell Preacher. Ja, tu das. Das war sehr hübsch, aber hat nichts gebracht. Diese kleine Animation. Der Priester ist schon lange weg. There's something down there. How did I miss it? Wow. Ja, gute Frage. Warum? Wie? Ich meine, wie nicht warum? Ein weiteres Taschenmesser. Okay, schön. Wir müssen wahrscheinlich diese... Glocke hier weg tun, aber die ist zu schwer.
erschreckt mich halt. Okay, ich sehe schon, was wir tun müssen. Ja, mach's halt noch auffälliger. Also, ich fasse da mal hin. Nee. Das Kabel sieht sehr stark aus. Vielleicht kann ich es als Seil benutzen, aber erstmal müsste ich es wegbekommen. Okay, hier ist eine... Hier sind Rosen, da sagt sie... Au! So, kann ich mit... Ach. Der Busch ist zu stark, um mit einem Taschenmesser entfernt zu werden. Das finde ich aber immerhin schön, dass sie es immerhin probiert. Anders komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Okay. So, ich kann das Auto wieder rein. Gibt es hier noch was? Hier oben nichts. Oh, ich möchte noch mal kurz... No. Okay, ich glaube, hier gibt es tatsächlich... Es sieht nicht so wirklich danach aus, als ob ich es hier noch... Schönes Detail, aber ich glaube, es gibt hier nichts, was wir noch brauchen. Oh, und wir haben wieder Evidenzien hier. Ach, wie schön. Ja, es gibt Tutorial. Ja, brauche ich nicht wirklich. Hübsch. Ja. Okay, ich glaube, das können wir noch nicht wirklich machen. Okay, in Ordnung. Kann ich da was machen? Nee, nee. Aber wahrscheinlich müssen wir einfach das Seil da festmachen, beziehungsweise das Kabel. Ja, kann ich vielleicht... Nee. Zu rostig, um aufgebrochen zu werden. Auch interessant. Aber ich finde es schön, dass sie es zumindest probiert. Okay, aber das funktioniert. So, auf geht's. Und wir haben eine Gartenschere drin. Die brauchen wir. So. Schnipp, schnapp, Hecke ab. Sage ich auch immer morgens beim Rasieren. Hä? Aha, okay. Okay, jetzt. Hier. Ich muss diese Keramik-Isolator loswerden, wenn ich das Kabel wegbekommen will. Leider ist es weit, weit weg. Ja, schieß drauf. Ach, fuck, das macht sie jetzt ernsthaft. Okay. Klar, warum auch nicht. Hat funktioniert, finde ich aber bis jetzt ganz gut irgendwie, das Spiel. Es hat ein bisschen Abwechslung drin. Ist ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Point-and-Click und weniger Wimmelbild bis jetzt. So, das mache ich hier fest. Das hier mache ich hier fest. So, und jetzt. Rückwärtsgang rein. Hui. Okay, so, Auto wieder aus. Kann ich ihn, okay, eine Schlüssel bleibt jetzt drin. Ja, jetzt. Dabei wissen wir doch, dass da ein unterirdisches Dings unten drunter ist. Das wissen wir doch noch vom ersten Teil. Aber ich finde es übrigens auch schön, dass wir wieder hier in Maple Creek an der Stelle sind. Hey, und wir bekommen ein Minispiel. Long ago, a great battle was fought between the demon Asmodai and the archangel Raphael. Ja, Story-Zusammenfassung. Dürfen wir das jetzt hier nachspielen? Raphael slew Asmodai and cast him into oblivion. His followers, the Reapers, scattered. Millennia passed, and the demon's calls somehow breached our world. The Reapers rejoiced. Sehr schön, warum auch immer das hier das Türschloss ist, aber in Ordnung. Okay, ich muss jetzt... Aha. Asmodai ordered his adherents to slay each other using the special ceremonial dagger he had given them. Okay, das war nicht ganz richtig. Ich muss wohl... Kann ich auch hier oben starten? Ja. Nee, das war auch nicht ganz richtig. Only the dagger could end their immortal lives. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. So. Muss es sein. Wie wär's denn jetzt?
So. Nee. So. So, die bringen sich gerade alle schön um. With each passing century, fewer and fewer of Asmodai's Reapers walked the earth. Ach, das ist blöd. Ach so. Ach, man kann wieder zurückgehen. Das ist gut. In Ordnung. Schön. At first, there were 12. Today, there remains only one. Der Priester. The last Reaper is meant to be the one who resurrects the demon and becomes his unholy vessel. And that one is the Preacher. Kann man sicherlich auch noch eine Kika-Serie draus machen. In Ordnung. Wir haben hier Sachen. Einen Schreibtisch mit Kerzen. Die machen wir mal an. Das können wir mal machen. Aha, Siegelwachs und ein Siegelstempel. Was ist das hier? Weiß er denn, dass das das 21. Jahrhundert ist? Na, offensichtlich nicht. Schreiberling, ich weiß nicht, was bekommt man hier fürs random Anklicken von Sachen Achievements? Wäre eine Halogen-Tischlampe nicht einfacher? Komm schon, sie kosten 10 Dollar. Ja, aber es ist halt nicht so viel Stil. Boah, aber ich sehe schon, hier brauche ich den hier, oder? Genau. Okay, super. Only the last and strongest of the Reapers will the demon deem worthy enough to be his host. A week ago, the Preacher killed the last of his fellow Reapers, meaning he's the only one left. Spannend. Stand da das nicht gerade in ein... Nee, steht da. Okay. Gut, jetzt weiß ich doch nicht, wie diese Sachen funktionieren mit den Evidenzien. Ich dachte, das würde so funktionieren wie... Na, wie beim letzten. Dass man die Sachen einfach immer irgendwie zusammenzieht. Ja, Infos, aber ja, nee, ich glaube, man muss da, braucht da doch noch irgendwie so, dass die Kreise macht und dann muss man die Sachen irgendwie in so Kreise reinziehen und dadurch irgendwie die Tipps irgendwie miteinander verbinden. Ach so, nee. Okay, da brauche ich noch weitere Ringe, würde ich dann mal sagen. Wir haben hier einen weiteren Ring und den Himalaya. Oh, ein sehr schöner Tipp. Okay. Karakorum. Diese Karten könnten nützlich sein, aber ich habe kein Werkzeug, um sie zu analysieren. Ich wüsste also nicht, wo ich anfangen sollte. Ja, schau einfach, google einfach Karakorum. Ja, an. Ach so, okay, gut, in Ordnung. Dann ist das Ganze doch ein bisschen schwieriger, wenn man nicht nur den Himalaya, sondern auch noch die anderen zur Auswahl hat. Okay, dann, ja. Das gebe ich zu, das ist dann nicht mehr ganz so easy peasy. So, das führt alles hier hin. Okay. Hier gibt es noch ein Bild. Ach so, ja, ich verstehe schon, was ich machen muss, aber ja. Leg das hier mal rein. Hier wird das Bild dann fertig gemacht. Das muss ich dann da reinlegen. Fehlt noch die letzte Scheibe. Ist hier irgendwas? Ah, okay. Interessant. Ja. Sichel, Jagdhorn, Pergament, Apfel, Knochen, Fisch, Blatt, Schiff, Säbel, Kelch, Steuerrad, Schlange. Ja, ja. Ist meine Einkaufsliste. Haben die da rein programmiert. So, dann haben wir hier... Wo gehst du hin? Ja, verschiedene Markierungen. Bringen uns gerade aber nicht viel. Ja, muss zuerst geschmolzen werden. In Ordnung. Ich habe hier doch schon... Ich wollte es doch schon schmelzen. Ah ja, hier. So. Sieht hübsch aus. So, das ist natürlich so ein typisches Drehrätsel.
So, der kommt hier hin. Der kommt hier hin. So. Ja, beinahe passt. Nah genug. In Ordnung. So. Perfekt.